Ihr habt es im Intro gesehen, Freunde. Ich habe hier eine MIG Titan. Der Gary hat sich eine geholt, hat mir geschrieben, hat gesagt, Marvin, ich habe eine Titan, willst du ein Video machen? Obviously wollen wir ein Video drüber machen. Ich habe diesen Koffer hier noch nie aufgemacht. Wir machen den jetzt zum allerersten Mal zusammen auf. Wir bauen die zusammen oder ich weiß ja nicht, wie viel zusammenzubauen ist. Wir machen die ready zum Rauchen. Dann rauchen wir diese 6800 Euro Shisha, die es nur 50 Mal auf der Welt gibt. Und fragen uns, lohnt sich das? Wir werden es rausfinden. Aber als allererstes machen wir jetzt diesen Koffer auf. Okay, die hat noch mehr Schlösser. Noch zwei hier, noch zwei hier. Und jetzt machen wir den Koffer auf. Immer noch nicht auf. Wo ist die immer noch? Man muss jeden auch noch von oben umlegen. So, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und jetzt. Oh ja, machen wir diesen Koffer auf. Und erstmal sehen wir sehr viel von nichts, weil da noch ganz viel Infomaterial im Weg liegt. Aber wenn wir das beiseite räumen, sehen wir den Inhalt und hier auch die MIG Titan liegen. Wir haben Hygienemundstücke, wir haben Sticker, sehr gut, Kautschukdichtungen, die dabei sind, sehr, sehr nice. Dann noch ein MIG Sticker. Die Pfeife liegt komplett zusammengebaut da drin. Hier haben wir noch den Schlauch, der mit echtem Leder bezogen ist. Auch ganz, ganz wild. Wir haben vier Schlauchanschlüsse. Was haben wir hier noch? Ah, das sind Kugeln. Und dann haben wir, oh, oh, wild. Also Titan. Ne? Also die, die heißt MIG Titan, aber sie ist halt auch aus Titan. Das ist verrückt. Die sind echt richtig leicht. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich fast sagen, dass es Alu, weil es halt so leicht ist und an Alu erinnert. Aber es ist halt einfach Titan. Und wir haben sogar hier auch noch einen 1 Kilogramm Titanblock. Die ganze Pfeife und dieser Block, also die Pfeife wird wohl aus 5 Kilo Titan gefertigt. Und hier ist noch das 6. Kilo Titan. Und da steht auch nochmal die Seriennummer und alles mit drauf, weil die Pfeife ist limitiert auf 50 Stück weltweit. Und wir haben hier die 10. Hier haben wir das Mundstück. Auch ganz, ganz leicht. Also es, ist, es fühlt sich wirklich alles, wenn ich es vergleichen müsste, würde ich sagen, es fühlt sich halt an wie Alu. Weil es halt so leicht ist. Mundstück auch wirklich ein wildes Design. Erinnert eigentlich mehr an Marken wie McCloud oder sowas. Aber das sieht einfach nur krass aus. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir erst den Schlauch rausnehmen. Der soll wohl mit Porsche-Leder bezogen sein. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Er ist natürlich dann relativ stabil ne? mit der Lederummantelung. Wird wohl auch von Hand vernäht. Sieht auch sehr, sehr gut zugenäht aus. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass der irgendwann wieder aufgeht. So, ich bin einmal um die Ecke gekommen. Damit wir die Pfeife hier einmal aus dem Karton befreien können. Ich habe sie in den Händen. Und der erste Eindruck ist wirklich crazy. Sie ist super leicht im Vergleich. Also dafür, dass sie so riesig und so massiv ist, ist sie wirklich leicht. Und sieht einfach nur verrückt aus. Okay, wir packen mal den Koffer beiseite, damit die Pfeife hier ein sicheres Zuhause finden kann. Wir haben ein Mundstück und wir haben... Vier Schlauchanschlüsse. Aber beim Preis von 6800 Euro hätten da ruhig auch mal noch ein paar Schläuche dabei sein können, oder? Oder zumindest Mundstücke. Aber gut, wir wollen nicht meckern. Die stecke ich einfach mal hier rein. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und dann gucken wir uns als allererstes mal an, was wir hier noch haben. Wir haben als erstes ein Zertifikat mit so einer richtig schönen glänzenden Schrift. Also, wir haben eine Holo gezogen: Titan Limited Edition. Hinten dran steht auch die 10. Das ist wohl auch die Seriennummer von dieser Pfeife. Hinten drauf haben wir nichts. Dann haben wir ein kleines Booklet. Nochmal mit einer Karte von MIG, Adresse, Telefonnummer und so weiter. Und hier nochmal ein kleines Booklet. 175 Einzel, okay, das ist 1 zu 1, die Website kriegst du nochmal als Booklet. Aber gut, wenn man sich eine Pfeife für 6.800 Euro kauft, ist das schon ganz cool, wenn da noch ein bisschen was dabei liegt. Irgendwie muss man die Ausgabe ja auch rechtfertigen. 6 Kilo Titan, da ist wohl aber auch dieser 1 Kilo Block dabei, der noch mit in der Verpackung liegt, den du dir neben die Pfeife stellen kannst. 26 Arbeitsstunden sind da reingeflossen, ist made in Germany. Besser, wenn die Marke made, MIG. Made Manager, ja. 50 Stück ist sie limitiert. Der Gary hat wohl mit dem Shop-Mitarbeiter, wo er sich die Pfeife gekauft hat, gesprochen. Und der hat ihm gesagt, es gibt wohl 6 Stück in Deutschland. Also sind 44 ins Ausland oder noch nicht verkauft. Oder eine Mischung aus beidem vermutlich. Und das war's mit dem Booklet. Also viel zu lesen habt ihr nicht. Aber immerhin ein bisschen was. Und das ist schon mal ganz geil. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ding mal genauer an. Und dann rauchen wir die. Attacke. Und so sieht das Gerät aus. Wir haben, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir fangen unten an, wir arbeiten uns von unten nach oben. Wir haben eine Bowl aus Kristallglas, die aber keinerlei Cuts oder ähnliches hat. MIG hat sehr, sehr oft sehr cleane Bowls, die aber meistens qualitativ sehr, sehr gut sind. Und ich würde sagen, die ist qualitativ auch sehr, sehr gut. Wir haben noch in ganz klein und dezent in weiß das MIG-Logo einmal mit drauf. Dann haben wir unten einen Diffusor dran, ein Stück Taucher, was man wohl auch noch ein bisschen kürzen kann. Dann gehen wir hoch. An der Base haben wir im Übergang haben wir einmal einfach ein Stück Metall. Ich bin noch am Suchen. Irgendwo sollte da wohl noch die Seriennummer drauf Vielleicht sie auch innen auf der Base. Und dann sind wir bei der Base, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Das sieht geisteskrank aus. Also wir haben hier zwei Ringe, die da entlang laufen. Und zwischen diesen zwei Ringen sind immer wieder einzelne kleine Stäbe an Titan. Und das ist auch das ganze Designgeheimnis, das Hauptelement. Wir haben immer wieder diese Ringe. Mit den verbundenen Titanstreben. Ich würde sagen, wir drehen die einfach mal auf. Oh, okay, die Rauchsäule ist auch noch teilbar. Dann nehmen wir sie einmal komplett auseinander. Haben wir einen Tellerschliff? Entweder hängt der oder nein. Ich sage nein. Ich will sie aber auch nicht kaputt machen. Dann drehen wir das hier einmal ab. Gewinde laufen sehr, sehr gut. Ich habe übrigens extreme Angst, dass ich irgendwas fallen lasse. Der Teller sieht geisteskrank geil aus. Komplett gerade. Das Titan, man sieht schon, dass es was anderes ist als Edelstahl. Es hat so einen... Etwas dunkleren Touch. Ich weiß nicht, ob da noch was an der Farbe gemacht wurde oder ob das einfach die Titanfarbe an sich schon ist. Es sieht aber sehr, sehr geil aus. Auf dem Teller steht auch nochmal die Seriennummer, steht auch nochmal dick Titan drauf und es steht oben auch noch MIG, beziehungsweise unten, je nachdem. Was mir aber schon direkt auffällt, manche von diesen Streben hier drinne kannst du einfach bewegen. Andere sitzen bombenfest und den hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Den kann ich einfach bewegen. Weiß ich nicht, ob das bei 6800 Euro. Maybe kann man die auch nachziehen. Aber wir packen die gerade zum ersten Mal aus. Ich bin trotzdem der Meinung, die sollte nicht rumklackern. Aber Gewinde lief sehr, sehr gut. Von innen sieht sie hervorragend verarbeitet aus. Wir gucken mal weiter, wie weit wir sie auseinandernehmen können. Die Rauchsäule ist wohl in drei Teile zerschraubbar. Das ist natürlich auch cool. Wenn wir die jetzt kleiner rauchen wollen, können wir auch den Teller da drauf schrauben, beziehungsweise das obere Stück. Ja, ist dasselbe Gewinde. Also, wenn ihr sagt, ach, die ist mir zu groß, ich lasse lieber den, den restlichen Teil von meiner 6800-Euro-Shisha zu Hause, dann ginge das auch. Also, ihr könnt die wohl so groß oder so klein rauchen, wie ihr möchtet. Das ist cool. Also, es ist auf jeden Fall gut, dass die, dass die Gewinde da funktionieren. Dass dieselben Gewinde benutzt wurden in den einzelnen Teilen der Rauchsäule und ihr die, die teilen könnt, wie ihr das möchtet. Okay, das, also das ganze Material fühlt sich doch schon deutlich anders an als Edelstahl. Und es ist verrückt. Wie leicht das ist. Und dann haben wir hier die Base. Ah, der eine Schlauchanschluss hat ein bisschen gelöst, aber das kann man festschrauben. Kugeln scheinen schon drin zu sein. Und hier unten sehen wir auch die Seriennummer. Wieder die Nummer und die 10 hinten dran. So, mal gucken, ob wir die Schlauchanschlüsse noch abdrehen können. Können wir. Kugel ist definitiv drinne, Sitzt auch relativ fest. Kriegen wir die hier nochmal aufgedreht? Ja, okay. Also man kann sogar auch hier unten nochmal die Fassung rausnehmen, damit man an die Kugeln kommt. Und dann würde ich sagen... Spülen Gary und ich die Pfeife einmal durch und dann wird ein Köpfchen gebaut und dann rauchen wir die Pfeife auch einfach mal. Das Köpfchen ist gebaut und die Kohle ist auch an. Und dann packen wir uns mal zum Anrauchen zwei rein und eine noch auf Kipp. Und dann fehlt uns nur noch ein einziger Schritt und das ist das Mundstück auf den Schlauch zu packen, den Schlauch am Anschlussstück festzumachen. Und wir sind ready, um den ersten Zug zu nehmen. Aber ich werde noch kurz warten, weil das Köpfchen noch warm werden muss. In der Zwischenzeit, Gary und ich standen gerade in der Küche und bauen diese Pfeife zusammen. Und wir sind die ganze Zeit so, wow, uh, oh. So, es ist schwierig, das auf einem Video jetzt rüberzubringen in Worten, wie sich dieses Material anfühlt. Es fühlt sich samtig, weich und leicht an. Trotzdem aber sehr, sehr wertig, aber es ist sehr, sehr verrückt. Es ist sehr, sehr verrückt. Hier und da sind uns Kleinigkeiten aufgefallen, die nicht ganz so geil waren. Zum Beispiel, als wir das Tauchrohr wieder in die Base schrauben wollten, haben wir so den Ansatz nicht direkt gefunden. Das funktioniert bei anderen manchmal ein bisschen besser. Das war aber auch, also, es ist auch nichts Schlimmes. Also, es lief trotzdem wunderbar. Es ist uns halt aufgefallen so. Bei einer 6800-Euro-Pfeife erwartest du natürlich irgendwo, dass sich das anfühlt wie ein meisterhaft gefertigtes chirurgisches Werkzeug. Und das hat sich beim Tauchrohr jetzt nicht eins zu eins so angefühlt. Es war aber voll solide und es wäre jetzt auch nichts, wo ich bei einer normalen Pfeife, wo ich das überhaupt ansprechen würde, wenn sie nicht 6800 Euro kosten würde. Aber, um das schon mal ein bisschen vorher anzusprechen, ist diese Pfeife 6800 Euro wert? Meiner Meinung nach ist keine Pfeife 6800 Euro wert. Natürlich kannst du eine Pfeife aus Gold bauen und dann ist das Gold allein schon so und so viel Geld wert und dann wäre die natürlich das auch wert. Was ich meine ist, bei solchen Produkten zahlst du nie. Für das, was du bekommst, sondern für das, was du möchtest. Und wenn jemand Bock darauf hat, dann kann man das halt schwer in der Zahl ausdrücken, ob es das wert ist oder nicht. Andersrum, würde ich mir diese Pfeife für 6800 Euro kaufen. Auf gar keinen Fall. Niemals. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die da Bock drauf haben. Und es ist. Ich muss einen Zug nehmen. Wir, wir machen es jetzt. Das knistert schon da oben. Wir nehmen erst einen Zug, bevor wir weiter rumphilosophieren. Also ich kann ja nicht entlüften, wir haben ja die Kugel drin. Wir hätten die Kugel aus dem Anschluss rausnehmen sollen. Sollen wir das noch schnell machen? Erstmal probieren wir den Durchzug mit Kugel. Köpfchen schmeckt sehr gut. Durchzug ist auch absolut in Ordnung für eine Vierstoffpfeife, in der gerade die Kugel drin ist. Also, ich finde es nicht nervig, ist so russischmäßig. Ne? Ja, wir haben auf jeden Fall ganz gut Wolken am Start. Ich muss direkt mal eine Kohle runternehmen. Oh Gott, ich zitter total. Bin total nervös wegen der 6800 Euro Shisha. Okay, wir nehmen mal die Kugel raus und gucken uns mal an, wie der Durchzug dann ist. Aber wie gesagt, dafür, dass da gerade eine Kugel drin ist, finde ich das gar nicht so schlecht vom Durchzug. Also, ich könnte die so weiter rauchen und ich würde nur eine einzige Sache vermissen. Und das ist, dass wir natürlich keinen blow haben. So, wir schrauben unten einmal die Muffe auf. Nehmen die Kugel raus. Also, ich glaube, das sind Keramikkugeln. Also, entweder haben die einfach schwarzes Pommes genommen oder Keramik, aber die funktionieren auf jeden Fall gut. Also, sie sehen sehr, sehr clean aus. Ne? So, das wieder zu. Das wieder in die Pfeife. Die Anschlüsse sind erstaunlich klein und wir haben so mehrere kleine Löcher unten in der Platte von dem Schlauchanschlussstück, äh, dass ich fast gedacht hätte, hoffentlich geht das nicht irgendwie auf den Durchzug. Aber wie gesagt, der war sogar mit Kugel schon wunderbar. Und dann kommt der Schlauch wieder dran. Ah, das Mundstück kann man unten auch noch aufschrauben. Das hat sich eben hier äh, gelöst und dann dachte ich erst so, oh, was dreht sich denn da? Aber... so also manchmal sind die, die Gewindeanfänge ein bisschen schwer zu treffen. Kugel ist raus. Wir haben einen... Blow-Off, ne, das ist wahrscheinlich auch das eine, was mich an dieser Pfeife stören würde. Es ist halt eine Vierschlauch. Ich würde mir dann eher eine Einschlauch wünschen und dann einen coolen Blow-Off noch verbauen. Aber ich glaube, MIG hatte noch nie einen anderen Blow-Off als aus einem Ausblasventil oder anderen Schlauchanschlüssen. Kuriert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, MIG hat noch nie irgendeinen Special Blow-Off verbaut. Es ändert sich gefühlt nicht so viel. Also der ist minimal besser, aber die Kugel scheint bei der Pfeife... Nicht so einen krassen Unterschied zu machen. Wir können nochmal die Schlauchanschlüsse rausnehmen und gucken, ob der Blowoff dann da irgendwie anders aussieht. Er kommt weniger gebündelt raus, aber ansonsten, ja, der, also wenn ihr die Kugel aus dem Anschluss rausnehmt, wo ihr raucht, dann habt ihr einen blow aus den anderen Schlauchanschlüssen. Na? Aber Durchzug ist, hat mich okay. vorher nicht gestört. Jetzt ist immer noch ein kleines bisschen Widerstand da. Also es ist nicht wie atmen bei einer Aeon oder so. Aeon. Eine Flashbang und andere Pfeifen, die einen sehr, sehr guten Durchzug haben, sind auf jeden Fall deutlich über der MIG. Wenn ich es jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, das sind so 300 bis 400 Pascal Widerstand. Die Kugel, würde ich sagen, macht maybe 50 Pascal aus. Also, das ist alles nicht viel. Du hast einen angenehmen Durchzug mit der Kugel und du hast ohne die Kugel einen etwas besseren Durchzug, der noch ein bisschen angenehmer ist. Aber auch mit der Kugel stört es mich nicht. Also, Durchzug ist wunderbar, egal ob Kugel drinne oder keine Kugel drinne. Wenn ich jetzt versuchen würde, in diesem Ersteindruck, ich meine, ich rauche die Pfeife seit fünf Minuten, aber wenn ich versuche, in diesem Ersteindruck jetzt meine normalen Review-Punkte durchzugehen: Verarbeitung, Qualität und Materialien. Bei den Materialien muss man halt sagen, es ist Titan. Und das Ding ist halt, bringt dir Titan irgendeinen Vorteil bei der Shisha? Und mit Sicherheit gibt es Leute, die das jetzt super gut wegargumentieren, warum Titan tausendmal krasser ist. Ich sage, Titan ist einfach nur Weird Flex, Bro. So, es ist geil, dass es einfach mal jemand aus Titan gemacht hat, aber sind wir mal ehrlich, wenn du dir eine Aeon für 200, 300, 400 Euro holst oder eine Stimulation, die aus Edelstahl gefertigt ist, wenn du das Ding pflegst, lebt auch diese Pfeife tausendmal länger als wir. Also warum brauchen wir da mehr? Eigentlich nicht. So, und dann bei der Verarbeitung, das bisschen mit den Gewinden, was ich jetzt ein paar Mal erwähnt habe, ist nicht weiter schlimm. Das Stück, was locker war an der Rauchsäule, kann man übrigens einfach festdrehen. Es ist schön, dass man es einfach fixen kann. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn du deine 6800-Euro-Pfeife auspackst und da bewegen sich Teile dran, ist das nicht cool. Ich finde, das dürfte nicht sein. Man muss halt fairerweise dazu sagen, die kam ja von MIG zu einem Shop und dann war die beim Shop und dann hat Gary die heim transportiert, beziehungsweise sogar zu mir transportiert. Vielleicht hat sich da gelockert. Weißt du, vielleicht hat MIG nachgeguckt. Aber ich bleibe trotzdem dabei: bei so einer teuren Pfeife darf da nichts wackeln, egal wann du die wie und wo auspackst. Das wirkt nicht geil. Ist das ein großes Drama? Auf gar keinen Fall. Festgezogen, fertig. Alles wieder wunderbar. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Bei der 6800-Euro-Pfeife sollte nichts wackeln, wenn du die auspackst. Die Gewinde mit dem Ansatz haben wir ein paar Mal erwähnt. Aber abgesehen davon, da sind keine Schrammen dran. Da stehen keine Späne über. Das sieht alles richtig geil aus. Das Material fühlt sich geisteskrank nice an. Also allein für diesen Weird Flex und für dieses Gefühl beim Reinigen, Zusammenschrauben, Aufbauen, Rumtragen. Ist es schon irgendwo extrem geil. Keinerlei Rechtfertigung, aber über Rechtfertigung müssen wir bei dieser Pfeife halt auch einfach nicht reden. Das ist ein pures Wollen, niemals ein Brauchen. Aber wenn das jemand will, kann ich schon verstehen, warum es so einen gewissen Touch hat. Versteht er? Optik, Design und Blow-Off. Blow-Off als erstes abgehakt: es gibt keinen. Du kannst aus den anderen Schlauchanschlüssen entlüften und das sieht halfway decent aus, aber das ist jetzt nichts Wildes. So, ne? also die Pfeife hat keinen Special Blow-Off. Was die Pfeife aber definitiv hat, ist ein geisteskrankes Design. Und wir blenden euch nochmal ein paar Aufnahmen ein, aber diese Übergänge, also unter den Elementen mit diesen Streben, hast du ja noch die innenliegende Rauchsäule. Und dass die in dieser schön geschwungenen Linie nach unten zuläuft oder aufgeht und auch wieder zuläuft, das siehst du dann halt auf den zweiten Blick. Und das sieht verdammt geil aus. Und ich muss sagen, für eine Pfeife, die halt schon Titan oder Titan heißt, macht sie genau den richtigen Eindruck. Die ist massiv, die ist breit, die ist stabil. Und die steht wie eine Erscheinung auf deinem Tisch. Also das ist nichts, was irgendwo untergehen würde. Und für mich persönlich, und Optik ist immer subjektiv, es wird mit Sicherheit auch genug Leute geben, die diese Pfeife angucken und sagen, das ist geisteskrank hässlich und das ist okay. Für mich persönlich ist die schon verdammt schön. Rauchverhalten. Wir haben eine Vierschlauchpfeife. Das heißt, du kannst nicht entlüften, wenn du mit mehreren Leuten rauchst, wenn du allein rauchst, aus deinem Anschluss die Kugel raus und dann kannst du entlüften. Der Blow-Off war ja, wie gesagt, nichts Besonderes. Durchzug ist okay. Ist okay. Also sie lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. Für eine Vierschlauchpfeife ist das grundsolide, wie der Durchzug ist. Das ist wunderbar. Was mich positiv überrascht hat, war wie gering der Unterschied von der Kugel ist. Also ob ich die Pfeife jetzt ohne Kugel rauche und mit der Kugel rauche, macht für mich vom Durchzug her gar keinen Unterschied. Der einzige Unterschied, warum ich trotzdem die Kugel rausnehmen würde, wäre eben, dass ich ein bisschen entlüften kann, allein um den Kopf zu kühlen und um dann mal die Bowl frei zu machen und um den Blow-off zu benutzen. Aber Durchzug ist fein und entlüften geht, wenn man die Kugel rausgenommen hat, auch relativ easy. Also auch da wunderbar. Was uns zu unserem finalen Punkt bringt, dem Fazit. 6800 Euro, 26 Arbeitsstunden, 175 Materialien und 6 Kilo Titan. Das ist der Flex, mit dem die um die Ecke kommen. Und die Pfeife ist auch ein einziger Flex. Schon mehrfach gesagt, es gibt keine Welt, in der jemand eine 6800 Euro-Shisha braucht. Wenn die jemand will und das nötige Kleingeld dafür hat, ist das schon ein solides Paket, wenn du sagst, ich will eine geisteskrank seltene. Eine unglaublich besondere Shisha, die trotzdem mit vier Leuten geraucht werden kann, dann ist das schon was sehr, sehr geiles. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Pfeife unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ein Kuss geht raus an Gary, dass er vorbeigekommen ist und ich hier den ersten Kopf auf seiner neuen Shisha rauchen durfte. Und wir lassen uns jetzt noch zu zweites Köpfchen schmecken. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Shisha WG.